Gut 10 Jahre nach der Vorlage eines ersten Masterplans zur Stärkung der ambulanten ärztlichen Versorgung ist die Situation nicht besser geworden. Bis Maßnahmen greifen, dauert es. Wir laufen mit den Instrumenten so ein bisschen hinter der Realität her. Wir haben im Zuge der Entwicklung entdeckt, dass die neue Ärztegeneration völlig anders denkt. Und dann haben wir gesehen, wir bekommen diese Kolleginnen und Kollegen nur in die Versorgung, wenn wir uns diesen Interessen anpassen. Das heißt also Einzelkämpfertum, 7 Tage die Woche, 24 Stunden, ist nicht mehr vermittelbar. Um sich den Bedürfnissen einer neuen Medizinergeneration anzupassen, ist viel passiert. Mittlerweile sind fast 50% der Ärzte in Praxen angestellt. Praxisinhaber müssen nicht mehr vor Ort wohnen und die Wochenenddienste sind dank der Umstrukturierung des Bereitschaftsdienstes auch fast passé. Doch die Folgen bleiben für Patienten nicht aus. Die Einzelpraxis auf dem Land hat keine Zukunft. Und auch in einer Gemeinschaftspraxis müssen Aufgaben neu verteilt werden. Wir werden nicht darum herumkommen, medizinisches Assistenzpersonal wesentlich stärker in die Patientenversorgung mit einzubinden. Und wir möchten natürlich auch da die Entscheidungshoheit haben. Wir möchten unseren ärztlichen Sachverstand da einbringen, dass das in einem Maß geschieht, ohne dass Patienten gefährdet werden. Wir sind skeptisch, wenn wir an die Substitution ärztlicher Leistung denken, dass sozusagen neue Versorgungsstrukturen entstehen, völlig ohne Ärzte. Das halten wir für die Patienten nicht zumutbar, aber die Patienten, für die wird es zuzumuten sein, dass sie bei vielen Dingen jetzt nicht einen direkten Arztkontakt bekommen. Auch die Gemeinden in Rheinland-Pfalz bekommen den Umbruch zu spüren, wenn mit weniger Ärzten eine gute ambulante Versorgung sichergestellt werden muss. Die Kommunen merken, dass sie in eine Konkurrenzsituation untereinander kommen. Dadurch, dass künftig mehrere Ärzte in Zentren arbeiten werden, die Wege für die Patienten etwas weiter werden, ist es für die Kommunen natürlich interessant, ein solches Zentrum abzubekommen. Ein neues Beratungsprojekt, das vom Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung auf den Weg gebracht wurde, bietet Kommunen Hilfestellung an. Hilfestellung, wie die Weiterentwicklung der ärztlichen Versorgung in der jeweiligen Region aussehen könnte. Es gibt viele Maßnahmen und viele Ideen. Finanzielle Förderung für Kommunen, für die Weiterbildung in den Praxen, für neue Niederlassungen. Trotzdem sind es für den Chef der KV Rheinland-Pfalz vor allem 2 entscheidende Dinge, die eine wirkliche Lösung für den Engpass darstellen. Wegfall von Budgetierung und Wegfall der Bedarfsplanung. Wenn man jetzt die Budgetierung aufheben würde, dann würde die Leistung einzeln zählen und jede Leistung der Ärzte würde auch bezahlt. Die Budgetierung ist eingeführt worden, weil man befürchtet, dass eine Masse von Ärzten in das System kommt und alle diese Einzelleistungen abrechnet und dadurch die Kassen überfordert sind. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt keine Ärzte mehr, keine Schwämme im Hintergrund. Und die Kassen sitzen im Moment auf relativ großen Finanzreserven. Und dieses Delta wäre völlig problemlos finanzierbar. Und darauf könnte man dann neue Strukturen entwickeln. Auch in der deutschlandweiten Bedarfsplanung sieht die KV Rheinland-Pfalz keinen Grund mehr. Auch wenn man weiß, dass einige Ärzte dies durchaus skeptisch sehen. In der Vergangenheit war es natürlich auch ein gewisser Konkurrenzschutz. Wenn wir aber marktwirtschaftliche Prinzipien in diesem Bereich wollen, dann müssen wir auch die Gefahr einer ärztlichen Konkurrenz hinnehmen können. Die Gefahr ist inzwischen extrem klein geworden, weil es nur noch wenige Ärzte gibt. Wir sollten die Entscheidung den Ärzten überlassen, wo sie ihr bestes Auskommen haben. Und das ist natürlich, wenn sie in ein unterversorgtes Gebiet geht. Dann kann man in Strukturen reingehen, mit denen man wesentlich besser verdient als in der Stadt. Das ist so. Und wenn die jungen Kollegen sich das betriebswirtschaftlich erstmal überlegen müssen, sehe ich das Land nicht unterversorgt. Es sind schwierige Zeiten. Die Ansprüche an eine gute medizinische Versorgung sind hoch. Nicht überall wird das in Zukunft wohnortnah realisierbar sein. Aber es gibt Mittel und Wege. Davon ist die KV Rheinland-Pfalz überzeugt. Deregulierung, das ist ganz entscheidend. Wir brauchen Gestaltungsfreiheit als KV, dass wir der neuen Ärztegeneration gerecht werden können, auch in nicht unterversorgten Gebieten Strukturen zu entwickeln, in denen angestellte Verhältnisse möglich sind und dann Versorgung stattfindet über die neue Generation.